Ja? Ich habe gehört, ihr sucht Trainer. Naja, wir suchen natürlich für den Jugendbereich Trainer. Ja. Das könnte ich machen. Aha, wie alt sind Sie denn? Ich bin jetzt 6. Wenn Sie erst 6 Jahre sind, können Sie doch kein Trainer werden. Wieso? Aber ich trainiere doch schon die Kinder bei uns auf dem Spielplatz und hey, wir sind nicht schlecht. Ja, aber... Wir spielen immer gegen die vom anderen Block, aber wir gewinnen immer. Aha, ja, aber mit 6 Jahren ist ein bisschen jung als Trainer. Aber du weißt ja gar nicht, was ich unseren Kindern schon alles beigebracht habe. Ja, das glaube ich dir ja alles. Zum Beispiel, wie man eine Flanke schlägt ja. Oder wie man köpft. Aha. Und wie man Freistoß macht auch. Auch, ja. Ja, aber ja. Weißt du, wo ich am besten bin? Nein, weiß ich nicht. Bei der Blutgrätsche. Bei der Blutgrätsche bist du die Beste. Ja, das fällt kaum auf. Ja. Ich bring den Kindern das so bei, dass der Schiedsrichter kaum was merkt. Und wenn man selber gefoult wird, dass man möglichst theatralisch hinfällt. Ja, nee, eine Blutgrätsche soll man ja nicht machen. Das ist ja nicht aufgabe der Trainer, den Spielern eine Blutgrätsche beizubringen. Nicht? Nee. Wenn man so einen blöden Gegner hat, dann muss man ja auch irgendwas machen. Ja, aber keine Blutgrätsche. Die Gesundheit deiner Gegenspieler muss der achten. Ja, das stimmt, aber wenn die gewinnen wollen, dann muss man ja irgendwas dagegen machen. Ja, nee, das reicht aber nicht. Um eine Jugendmannschaft zu trainieren, müsstest du schon mehr machen. Wie, das reicht nicht? Da kriegt man Freistöße. Ja, aber pass mal auf. Na, das wäre doch perfekt. Ja. Ja, du pass mal auf, du, wie gesagt, wenn du bei uns spielen willst in der Jugendmannschaft, dann bist du gerne gesehen. Und wenn du eine Weile Fußball und ein bisschen älter bist, dann kannst du auch mal einen Trainerschein machen. Hallo, ich spiele schon seit ich 4 bin. Ja, das glaube ich dir ja alles. Aber du bist noch zu jung zum Trainer, kannst mir das glauben. Okay, aber ich spiele ja schon so eine Art Verein hier. Ja. Hier bei 104.6 RTL. Ja. Hier ist der kleine Nils. Ah ja, hallo.